Ciao, der gerade 3-0 gewonnen hat gegen Bel Campo. Gegen Dafung, gerade gegen Linotox verloren. Ja, das ist jetzt Losers Quarterfinals, genau. Best of 5 natürlich schon. Und ich bin mal gespannt, also die beiden haben auch schon gegeneinander gespielt im Pools. Und da war das eine klare Sache für Dafung. Mal gucken, also ich schließe nicht aus, dass dass Papi Chow das jetzt hier so ein bisschen besser auch regeln kann. Er hatte, soweit ich weiß, den Mii Sword Fighter. Genau. Und jetzt also mit Robin unterwegs. In seinem echten Main. Ja, also jetzt im Moment sieht es auf jeden Fall ziemlich even aus. Oh. Okay, Downtail bringt nichts mehr. So. Spekulatius schmeckt gut. Ja, bei den Prozenten. Ja. Oh, ich dachte schon, der Jab killt jetzt auch. So. So, aber. Ja, er tut's. Erstes. Der erste Stock geht also hier an Splash Mage. Und die andere Begegnung auf Stream Losers Quarterfinals ist SDN gegen Niceface. Was anscheinend auch ziemlich spannend ist, aber leider offscreen. Okay, also inzwischen sieht das schon ein bisschen besser aus für davor. Weiße gegen Lino trotzdem. Winners Final ist auch spannend. Oh, okay. Up Smash von davon geregelt. Flashmage spielt im Moment so ein bisschen Katz und Maus. Oh, okay. Das ist auch ziemlich hart. Aber im Moment ist er natürlich auch mit Stocks hin. Oh, nicht mehr lange. Jetzt zählt der wieder nicht auch, den er mit Projektieren macht. Ja, wie gewohnt ein gutes Edge-Game von Dafung. Oh, killt noch nicht. Okay, also hier gerade ziemlich last hit, jetzt gerade eine blöde Situation für Dafung natürlich auch. Oh, da war auf einmal die Magic weg. Ah, gruselige Situation, reicht das schon? Nein. Doch. Okay, so hat er das letzte Turnier auch gewonnen. Den meine Gegner einfach in den Tod geschmissen hat. Ja, erstes Game geht also an Dafung. Aber war auf jeden Fall sehr
erreichbar, ein erreichbares Ziel hier für Splash Mage oder auch Puppy Chow inzwischen. Schauen, was wir da für eine Counter-Pick-Stage sehen. Smashville. Okay, also sonst bleibt alles beim Alten. Sehen wir Game Nummer 2. Puppy Chow gegen Dafoe. Ah, okay, vielleicht der Charakter sieht jetzt auf einmal anders aus. Das bleibt hier auf jeden Fall knapp. Splash Mage fehlt. Ja, oder Puppy Chow fehlt. Nur noch dieser eine Hit, den Robin ja praktisch auf jedem Aerial hat. Für die Hälfte auch immer Situation an der Edge, die jetzt gerade war nicht so gut für ihn. Verliert den Stock, aber kann ihn Bench killen. Okay, ja, also wenn ihr Bock habt, Channel-Wetten sind online. Wer gewinnt? Puppy Chow oder davon? Haut mal ein paar Bojen-Boni da rein. Ja, Kanalpunkte. Bleibt aber auch immer ganz, ganz knapp, ne? Also so von den Prozenten noch so komplett nah beieinander. Also hier ist ja gerade gar nichts. Gerade noch so überlebt. 134%. Einfach Run-Up-Up-Smash, okay. Nicht mal Fox, aber trotzdem kann man das mal machen. Mal gucken, ob er jetzt ein bisschen länger am Leben bleiben kann. Oh. Ein ganz guter Anfang. Ja. Der Funk bleibt patient. Okay, ja, gerade ganz guter Damage, den der Funk da machen kann. Aber da kommt der Kill. Okay, jetzt braucht Puppy Chow erstmal ein bisschen Damage. Okay, 123%, das ist jetzt natürlich schwer zurückzuholen jetzt noch. Oh, aber wenn dann so. Obwohl das gar nicht so viel Damage gemacht hat. Es klang schlimmer als es war. Das SDN Nice Face Set geht jetzt schon 20 Minuten. Das scheint. Ah, das bringt nicht wirklich was, ne? Okay. Carries. Im Endeffekt bleibt das klein, das Schild, und 96% ist auch nicht mehr so lustig gegen Robin. Oh. Ah, das könnte killen. Nee, diesmal nicht. Aber wir sind nicht mehr lange von einem Kill entfernt. Ich würde jetzt auch gerne auf die Uhr gucken. Oh, der Daumen für, okay.
2,5 Minuten waren noch da auf der Uhr. Ja, 2-0 für der Funk. Ja, es sieht ganz nach einem 3-0 aus im Moment noch. Aber ja, man darf bei Papi Chao nie denken, dass es das war, bevor es nicht auch wirklich vorbei ist. In dem SDN Nice Face Set währenddessen. Ja, 22 Minuten. Ich denke, das ist ein ziemlich spannendes Set da gerade. Ja, bei denen geht auf jeden Fall gut ab gerade. Ja? Ja. Hast du geguckt? Oh, ja. Okay. Weißt du ungefähr, wie es steht? Da habe ich tatsächlich nicht nachgefragt gerade. Ich glaube, ich habe gesehen, dass das erste Game Nice Face gewonnen hat. Ich glaube, das Matchup ist halt eigentlich auch ganz gut für Pyra und Mithrun. Hike zumindest. Oh, das Game sieht jetzt natürlich ganz anders aus als die davor. Schon mal starker Damage für Papi Chao, aber wie macht er den Sack zu? Das ist die große Frage. Ja, ich bin auch SDN hat 3-2 gewonnen gegen Nice Face. Wow. Okay. Ja, ich bin gespannt, wie der. Also der Funk scheint ja jetzt auch gerade so ein bisschen Leader zu haben, auch mit seinen 2. Ich hatte ja vorhin mit ihm zusammen ein Spiel kommentiert von Papi Chao. Und er weiß auf jeden Fall um die Schwächen von Robin. Wie er da rumspielen kann. Mhm. Oh, schön. Oh. Damit hätte, glaube ich, niemand gerechnet. Das ist eine Lead für Dafong. Wobei es anfangs gar nicht danach aussah. Sehr interessant, ihn da abzucatchen, ne, mit dem Abi. Ja. Okay. Sag einmal, weiß von dem Tag Bescheid, dass sie gleich ein Spiel spielen können. Mhm. Mach ich mal. Abtilt hat gesessen, Back Air da rein. Die Edge gehörte ihm. Und der Upsmash ist es. 3-0 de fond. Und damit jetzt auch weiter.